So, nächstes Video. Was wollen wir jetzt machen? Wir haben hier ein schönes Beispielfoto. Ich will folgende Sache machen. Es soll schwarz-weiß sein. Ich will die Farbe rausnehmen und es soll lediglich diese Stange und die beiden Bojen hier hinten sollen bunt sein und der Rest schwarz-weiß. Wie kriegen wir das hin? Ganz klar mit GIMP. Also Bild bearbeiten, mit GIMP bearbeiten. So, als erstes müssen wir das Foto duplizieren. Also die Ebene. Das ist ja die Ebene hier. Klicke ich einfach drauf und sage Ebene duplizieren. Jetzt habe ich das Ganze zweimal. So, das obere mache ich erstmal schwarz-weiß. Unter Farben, Farbton, Buntheit, die oberen Regler komplett runter. Schwarz-weiß. Okay. Jetzt habe ich das obere Foto ist schwarz-weiß, das untere ist noch bunt. Also wenn ich das jetzt hier ausblende, das obere, das ist bunt, das ist schwarz-weiß. Okay. Als nächstes müssen wir hier eine sogenannte Ebenenmaske hinzufügen, also auf den schwarz-weißen eine Ebenenmaske hinzufügen. Hinzufügen. Okay, jetzt hat er hier so eine weiße Maske noch dazu. So, und jetzt müssen wir den Radiergummi wählen. Der ist hier. Ein bisschen kleiner. Normal müsste man jetzt wieder ranzoomen und das wunderbar schön ganz genau aus wegradieren. Der Effekt ist jetzt folgende: Wenn ich jetzt hier wegradiere, scheint das untere Bild, was ja noch den Farbton hat, scheint drunter durch. Ja, man sieht, jetzt bin ich jetzt so weit rausgekommen, jetzt scheint das grüne Gras mit durch. Ich mache jetzt einfach mal hier Klick und Klack. So, jetzt hat man hier diesen Effekt, dass halt alles schwarz-weiß ist, nur was man halt möchte, kann natürlich auch noch hier Gras frei rubbeln sozusagen. Wirkt jetzt natürlich hier nicht, in dem Fall nicht so gut, aber ich wollte es bloß mal gezeigt haben. Es ist halt ein schöner Effekt. Und eigentlich total simpel. Dann das Ganze natürlich wieder exportieren als, ich nenne es wieder hier 2, exportieren, exportieren und gucke mir das Ganze an. Das war das Original und das haben wir mit GIMP erschaffen. Da kann man wirklich wunderbare Effekte mit erzielen. So einfach ist das.